Am 12. September 1990 wurde in Moskau der 2+4-Vertrag unterzeichnet. Am gleichen Tage haben alle Deutschen ihre Rechte verloren. Am gleichen Tage, am 12. September 1990, wurde das sogenannte Betreuungsgesetz beschlossen. Dabei wurden rund 300 Paragraphen, etwa 50 Gesetzen geändert. Die Deutschen wurden damit völlig rechtlos gestellt. Aus dem Entmündigungsrecht wurde das sogenannte Betreuungsrecht. Diesem Betreuungsrecht kann jeder Deutsche und jeder Bewohner von Deutschland unterworfen werden. Ein einfacher Gerichtsbeschluss und ein Gutachten sind ausreichend. Damit wurde extreme Zwangsmedizin, ähnlich wie in der DDR oder im Dritten Reich, für das vereinte Deutschland möglich gemacht. Das alte Recht von Westdeutschland, was aus den Erfahrungen vom Dritten Reich entstanden war, wurde ausgehebelt und durch die sogenannten Betreuungen nach DDR und NS-Vorbild ersetzt. Gleichzeitig begann die Privatisierung im Gesundheitswesen. Wall Street und Co. kauften Krankenhäuser und Heime in Deutschland flächendeckend auf und es wurden große Aktiengesellschaften gebildet, Krankenhauskonzerne mit Hunderten von Krankenhäusern und Heimen. Die flächendeckende Misshandlung, Massakrierung und Ermordung von Patienten wurde damit möglich gemacht. Patienten können aus Rache, zum Beispiel für den Zweiten Weltkrieg, oder wegen Umsatz- und Gewinnstreben ermordet werden. Dies ist rechtlich völlig problemlos möglich, weil die Patienten vorher über rechtliche Betreuungen rechtlos gestellt werden. Das bedeutet, sie haben keinerlei Rechte mehr, auch keine Menschenrechte oder Grundrechte. Der Betreuer, Betreuungsrichter und Co., Ärzte und Pfleger können mit diesen Betreuten machen, was sie wollen. Eine Kontrolle oder eine Kontrollmöglichkeit besteht in der Praxis nicht. Bestehende Beschwerdemöglichkeiten werden von der Pflegemafia und Betreuungsmafia hintertrieben und ausgehebelt. Die Patienten sind rechtlos und hilflos gestellt. So kommt es, dass in Deutschland pro Jahr Zehntausende Patienten verhungern. Es gibt Zehntausende Hungertote in Deutschland. Nicht, weil es zu wenig Lebensmittel gibt, sondern weil man sie kontrolliert und gezielt verhungern lässt. Dies nennt sich Palliativmedizin. Bei der Palliativmedizin werden die Patienten durch Verhungern lassen, durch Nahrungsentzug oder durch Verdursten lassen, ermordet. Das Verhungern lassen läuft in der Regel so ab, dass die Patienten nur noch Nahrung bekommen ohne Nährwert oder einen Brei ohne Nährwert und dadurch verhungern. Das ist ein Prozess, der über Monate geht. Wenn es schneller gehen soll, bekommen die Patienten nichts mehr zu trinken und verdursten. Sie werden vorher durch Bettgitter und Psychopharmaka bettlägig gemacht, also sie werden am Aufstehen gehindert und werden dadurch völlig wehrlos gemacht. Das Laufen wird verboten und mit der Zeit bauen sich dann bei den liegenden Patienten, die also zwangsweise im Bett liegen müssen, bauen sich dann die Muskeln ab und sie können dann auch kaum noch laufen. Aber es wird auch das Aufstehen, das Laufen verhindert. Sie können auch in Rollstühle gesetzt werden mit Fußstützen, die das Aufstehen ebenso verhindern. Also man will die Patienten zunächst, will man das Laufen verhindern, damit man sie bettlägerig macht, dann bekommt man auch eine höhere Pflegestufe und die Patienten sind damit völlig hilflos und wehrlos. Sie bekommen dann Psychopharmaka-Cocktails, die sie völlig ruhig stellen und von jedem Widerstand unmöglich machen.
Und dieses Ganze nennt sich Betreuungen und Palliativmedizin. Zu den Betreuungen und der Palliativmedizin gibt es eine Vorgeschichte. Das ist die Euthanasie im Dritten Reich. Zur Euthanasie. Trotz der besonderen Rolle, die Brandt und Bohler spielten, waren die Krankenmorde nicht das Ergebnis der Verschwörung einer kleinen nationalsozialistischen Clique. Die Verantwortung war breit gestreut. Schon nach dem Ersten Weltkrieg hatten Mediziner und Juristen die Tötung von lebensunwertem Leben gefordert. Mit Begriffen wie Ballastexistenzen und leere Menschenhüllen sprach man behinderten und psychisch kranken Menschen bereits damals ihr Menschsein ab. Kosten-Nutzen-Rechnungen wurden angestellt. Wer nicht arbeiten und der Gesellschaft im engen ökonomischen Sinne nutzen konnte, sollte auch nicht leben. Nach 1933 breitete sich diese Euthanasie-Vorstellung bei Partei- und Gesundheitsfunktionären sowie Ärzten weiter aus. Doch mit dem guten Tod, so die Übersetzung des Wortes Euthanasie aus dem Griechischen, hatte die Forderung nach staatlich sanktioniertem Massenmord nichts gemein. Für die Umsetzung des Mordprogramms entstand eine ausgefeilte Bürokratie, die im Frühjahr 1940 in der Berliner Tiergartenstraße 4 ihr Hauptquartier bezog. Die Organisation oblag dem stellvertretenden Leiter der Kanzlei des Führers, Viktor Brack. Erst nach Kriegsende erhielt die Erwachsenen-Euthanasie den an die Berliner Adresse angelehnten Namen Aktion T4. Mehrere Tarnorganisationen sollten helfen, die Morde zu verschleiern. Hierzu gehörten die Reichsarbeitsgemeinschaft für Heil- und Pflegeanstalten, welche für die Selektion der Patienten zuständig war. Und die gemeinnützige Krankentransport GmbH beauftragt mit der Deportation der Kranken in die Tötungsanstalten. Die Patienten wurden vom Herbst 1939 an systematisch erfasst. Die Direktionen der Anstalten hatten Bögen des Reichsinnenministeriums für diejenigen auszufüllen, die bestimmte schwere Krankheiten aufwiesen, bereits seit längerer Zeit in der Anstalt lebten und kaum produktiv eingesetzt werden konnten. Das Kriterium der Arbeitsfähigkeit machte deutlich, dass Nützlichkeitserwägungen bei der Auswahl der Opfer eine wichtige Rolle spielte. Über Leben und Tod entschieden etwa 40 ärztliche Gutachter, überwiegend erfahrene Psychiater, in einem Umlaufverfahren anhand des Meldebogens, also ohne die Patienten oder Patientinnen vorher gesehen zu haben. Erster Leiter der medizinischen Abteilung wurde der Würzburger Psychologieprofessor Werner Heide, der in den 50er Jahren bis zu seiner Verhaftung 1959 unter falschem Namen wieder als Arzt praktizierte. Die Opfer wurden zunächst in sogenannten Zwischenanstalten überführt. Dort holten sie die grauen Busse der T4-eigenen Transportgesellschaft ab und brachten sie in die Tötungsanstalten. Der Zweck der Fahrten blieb weder dem Pflegepersonal noch dem Patienten verborgen. Über seine Beobachtungen aus der Kreispflegeanstalt Fußbach im Kreis Offenbach berichtete der Anstaltsverwalter August Schilly nach dem Krieg. Beim Abgang des zweiten Transportes wussten viele Anstaltsinsassen von der Bestimmung der Transporte. Viele Patienten haben sich in der Anstalt versteckt und verkrochen, andere liefen betend zur Kapelle. In den Jahren 1940-41 gab es allerdings nicht gleichzeitig 6 Mordanstalten. In Brandenburg an der Havel, im württembergischen Grafeneck, im sächsischen Pirna-Sonnenstein, im oberösterreichischen Hartheim, in Bernburg an der Saale und im hessischen Hadamar. In allen Tötungsanstalten liefen die Morde nach demselben Schema ab. Die Deportierten mussten sich entkleiden und wurden angeblich untersucht. Tatsächlich legte ein Arzt nur eine möglichst schlüssige Todesursache fest. Danach wurden die Menschen fotografiert und in eine als Duschraum getarnte Gaskammer geführt. Eine Patientin, die zu den wenigen gehörte, 1941 zwar nach Hadamar gebracht, aber von dort aus wieder zurückgeschickt worden war, berichtete nach dem Krieg vor Gericht: Die anderen mit uns in Hadamar verlegten Kranken mussten, wie ich mich noch erinnere, die im Wachsaal liegenden Militärmäntel überziehen und wurden ins Bad geführt. Wo sich das Bad befand, weiß ich nicht. Es wurde ihnen ausdrücklich erklärt, sie müssten jetzt baden und kämen dann ins Bett. Alle Tötungsanstalten wurden von Ärzten geleitet und es war immer ein Arzt, der den Gashahn der Flaschen mit Kohlenmonoxid aufdrehte. Sogenannte Brenner äscherten die Leichen in den hauseigenen Krematorien ein. Teilweise wurden die Getöteten vorher Goldzähne oder zu medizinischen Zwecken das Gehirn entnommen.
Den Angehörigen der Ermordeten nannte man nicht nur falsche Todesursachen, sondern auch falsche Sterbedaten und teilweise andere Sterbeorte. Eine Trostbriefabteilung in den Tötungsanstalten kümmerte sich um die Korrespondenz mit den Hinterbliebenen. Dass dabei auch Fehler unterliefen, deckte im November 1940 ein Bericht der NS-Kreisleitung von Erlangen auf. Eine Familie hat versehentlich zwei Urnen bekommen. Zweitens, eine Todesnachricht zeigte die Todesursache Blinddarmentzündung. Der Blinddarm war aber bereits vor 10 Jahren herausoperiert worden. Am 24. August 1941 erließ Hitler, vermutlich aufgrund von öffentlichen wirksamen Protesten, namentlich des katholischen Bischofs von Münster, Clemens August Karl Dinal, Graf von Galen, die Mordaktion T4 vorerst einstellen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren rund 70.000 Anstaltsinsassen aus dem damaligen Reichsgebiet ermordet worden. Getötet wurden dabei keinesfalls nur Geisteskranke, sondern auch Patienten mit chronischen Krankheiten, vor allem Tuberkulose, Arteriosklerose und Krebs, also alle Patienten, die man loswerden wollte. Der hippokratische Eid der Ärzte wurde damit gebrochen. Inhalt des hippokratischen Eides ist zum Beispiel der Eid, also meine Verordnung werde ich treffen zu Nutzen und Frommen der Kranken nach bestem Vermögen und Urteil. Ich werde sie bewahren vor Schaden und willkürlichem Unrecht. Ich werde niemanden, auch nicht auf seine Bitte hin, ein tödliches Gift verabreichen oder auch nur dazu raten. Auch werde ich nie einer Frau ein Abtreibungsmittel geben. Heilig und rein werde ich mein Leben und meine Kunst bewahren. Welche Häuser ich betreten werde, ich will zu Nutz und Frommen der Kranken eintreten, mich enthalten jedes willkürlichen Unrechts und jeder anderen Schädigung, aller Werke der Wollust an den Leibern von Frauen, Männern, Freien und Sklaven. Was ich bei der Behandlung sehe und höre, oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten. Also der hippokratische Eid wird heute völlig missachtet, er wird auch von den Ärzten nicht mehr geschworen. In Deutschland, in der BRD, gibt es keinen hippokratischen Eid, der abgelegt werden muss. Und dementsprechend sind auch die Ärzte wieder an Massenmorden beteiligt und organisieren und diese maßgeblich und sind eigentlich auch die treibende Kraft der Massenmorde. Die Massenmorde werden auch ausgeführt, um Kosten einzusparen, Kosteneinsparung im Gesundheitswesen. Und man fragt sich, wofür zum Beispiel eine Bundeswehr, was sie noch verteidigen will, in einem Land, in dem Massenmorde laufen, was gibt es da noch zu verteidigen? Es kann auch sein und ist wahrscheinlich, dass zum Beispiel im Einsatz verletzte oder verkrüppelte Bundeswehrsoldaten auch von Palliativmedizin und Betreuungen betroffen sein können. Sie brauchen dann von Ärzten aus den Bundeswehrkrankenhäusern nur in die Palliativabteilung eines Krankenhauses oder in ein Sterbeheim, in ein Hospiz oder in ein Heim mit Palliativmedizin verlegt werden. Und schon sind diese Bundeswehrsoldaten dann in das Massenmordprogramm der Palliativmedizin eingebunden und werden auch vernichtet. Also wenn es jetzt zum größeren militärischen Konflikten kommt, dann sind auch die Bundeswehrsoldaten, die verletzt oder verkrüppelt sind durch Bundeswehreinsätze, von der Palliativmedizin betroffen. Und man kann dann damit rechnen, dass diese dann auch massenweise ermordet werden. Also ich frage mich, wofür kämpft eine Bundeswehr? Was ist der Sinn davon? Was kann man in diesem Land noch verteidigen? Eigentlich ist ein Kampfeinsatz ist völlig sinnlos, weil man ja nur ein Land der Massenmorde verteidigen will. Und wenn man in dem Kampf verletzt oder verwundet wird, verkrüppelt wird, dann kann man selbst in die Massenmorde einbezogen werden, selbst Opfer werden. Also dieser ganze Kampf und Einsatz und die Arbeit der Bundeswehr ist damit eigentlich völlig sinnlos geworden. Daraus kann jeder für sich selbst die nötigen Schlüsse ziehen. Ich will das jetzt hier nicht weiter ausführen. Aber ich denke, es kann sich jeder ausrechnen, was damit gemeint ist.